Akzente der Wahrnehmung. Unter diesem Titel findet zurzeit die Ausstellung des international renommierten Künstlers Franz Wolf in der Bachschmiede in Wals-Sitzenheim statt. Wenn man reinschaut in die Bilder, sind sie sehr unterschiedlich. Es gibt auf der einen Seite mythologische Geschichten, wo man sich also um Symbolgeschichten kümmert und schaut, irgendwas zu transportieren. Aber es gibt gleichzeitig wieder Bilder, wo es sehr um Gefühle geht und wo man versucht, wirklich also gerade das kleine Gefühl mit rüberzubringen. Ich bin da im Wechselspiel drinnen und ich möchte nicht anfangen, irgendwo mich auf eine Schiene festzulegen, sondern ich möchte ganz einfach die breite Spur fahren, um das eine mal von der Seite auf die andere Seite rüberwechseln zu können. Und ja, das Experiment offen halten, solange ich kann. 25 Exponate aus den Jahren 2003 bis 2010 zeigt Franz Wolf in seiner Ausstellung. Es ist immer der Mensch mit seinen Sinnen, seiner Sinnlichkeit, seinen Empfindungen und seinem Suchen, der in Wolfs Bildern eine so große Rolle spielt. Gerade auch die sehr detailreichen Bilder überlassen es jedem, seine eigenen Akzente in der Betrachtung zu setzen. Ich habe es von Anfang weg praktisch mit Titel versehen, die Bilder. Aber ich habe mittlerweile das ganz, ganz große Glück, dass ich eine Frau an meiner Seite habe, die was die Geschichte für mich übernommen hat und sie mittlerweile sehr gut interpretiert. Wenn der Seewaldsee ist für manch anderen einfach ein See, bei dem man gern spazieren geht und wo es gemütlich ist und schön ist und Gott sei Dank nicht sehr viele Touristen sind. Nur wenn der Franz dort geht, dann plötzlich gibt es Feengestalten, Nymphen, die aus dem Wasser aufsteigen und die Murmel, das Zeichen von Unbeschwertheit, von Kindheit, durch die Gegend werfen und die Kreise dann im Wasser ziehen, Schwingungen, wie manche Menschen Schwingungen ausstrahlen können. Es ist auf roher Leinwand gemacht und es ist nur mit Bleistift bewältigt, bis auf die Kleinigkeit da unten. Mit Acryl. Und das ist eigentlich die Technik, wo ich also seit 30, 35 Jahren zu Hause bin. Und das wollte ich mal wieder im großen Format machen. Und es wird sicherlich in Zukunft noch das eine oder andere genau in der Technik wiederkommen. Und mich immer wieder zurückerinnern, wo mein Start gewesen ist.